anderen Morgen. Der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Matthäus 6, Vers 34. Don't worry, be happy. So schmeckt der Sommer. Wenn man jung, gesund und schön ist, vielleicht im Hippie-Feeling ist, sich tagsüber die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, ist das eine Sache. Was aber, wenn alles anders kommt und zweitens als gedacht? Was sagen die Menschen im Ahrtal zu dieser Bibelstelle, deren Hab und Gut binnen weniger Stunden verflossen ist? Ja, die eventuell Verwandte, Freunde, Bekannte in den Fluten oder im Schlamm verschüttet wurden. Jeden Tag die gleiche Frage, wie sieht es morgen mit mir aus? Hab ich auch morgen noch zu essen? Hab ich auch morgen ein Zuhaus? Die Welt, die ändert sich, wohin ich blick? Von heute auf morgen wechselt mein Geschick. Wer kann mir sagen, was noch kommt? Sorge hält mich um den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Gott hat schon längst an deine Zukunft gedacht, bis ans Ende deiner Tage. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Sagen, was ich tue, wenn mich das Glück einmal vergisst. Wer wird mir helfen, bei mir stehen, wenn Unglück mein Begleiter ist? Die Sorgenfalten zeichnen mein Gesicht, noch eine Antwort geben sie mir nicht. Der neue Tag macht mir Angst, sorget mich den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Gott hat schon längst an deine Zukunft gedacht, bis ans Ende deiner Tage. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Frage hat. Mein Leben lang die gleiche Frage, was morgen auf uns warten mag. Oh Gott, ist denn das heute gar nichts wert, weil uns nur noch die Zukunft schert? Ist das Leben, das du meinst? Sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Gott hat schon längst an deine Zukunft gedacht, bis ans Ende deiner Tage. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage hat. Wer für das Seine sorgen, Gott hat schon längst an deine Zukunft gedacht, zum Ende deiner Tage.
mit dem Gottvertrauen und der Antwort Gottes im Angesicht der Katastrophe. In keinem Text der Bibel wird die Hilflosigkeit der Menschen im Umgang mit der Katastrophe so ausführlich und philosophisch offen diskutiert wie im Buch Hiob. Ist Gott nicht so hoch wie der Himmel? In Hiob 22, Vers 12. Die Frage nach Wirkung und dem Willen Gottes ist naheliegend und wird auch von Theologen nach meiner Beobachtung nicht sehr gerne diskutiert. Die Diskussion im Buch Hiob offenbart mehr die Ungewissheit der Menschen zu diesem Thema, als dass Antworten gegeben werden. Letztlich scheint die Sonne über die Gerechten und die Ungerechten. Noch deutlicher ist die Formulierung in Matthäus 5, Vers 45, die Gott an dieser schreienden Ungerechtigkeit beteiligt. Denn er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Als Menschen in unserer Zeit müssen wir, viele vielleicht erstmals in unserer Generation und in unserem Land, zur Kenntnis nehmen, dass unser Leben und Erleben schicksalhaft bleibt. Wir kontrollieren auch mit Technik und Wissenschaft nicht alles. Weiter schützt auch das frömmste Bekenntnis nicht vor schicksalhaftem Erleben. Für den Zusammenhalt der Gesellschaft, mehr noch in der christlichen Gemeinschaft, gilt aber für uns in dieser konkreten Zeit und Situation das Zusammenstehen. Die menschliche Hilfe mit unserer Arbeitskraft, die materielle und finanzielle Hilfe und auch die mentale Unterstützung als Zeichen der Verbundenheit und Liebe, um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu sichern. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die glaubend angenommene Liebe Gottes ist eine Sache. Hier aber ist von der konkreten Liebe und dem gezeigten Mitgefühl der Menschen untereinander die Rede. Dafür sind auch wir unterwegs in Haige und gar nicht weit entfernt von diesem Geschehen im Ahrtal zuständig.